Servus, ich weiß nicht, ob man es jetzt schon im Hintergrund sehen tut und ich bin heute in Dernbach und ich wollte mir mal angucken, wie das der alte Schrottplatz von den Ludolfs von außen aussehen tut, beziehungsweise was da mittlerweile draus geworden ist, also was mich schon mal direkt mal verwundert hat. Man kennt das ja sonst nur aus dem Fernsehen und ich meine, das Ganze ist jetzt auch schon weit, glaube ich sogar 15 Jahre her, wo die da das letzte Mal zu sehen waren, vielleicht auch noch nicht ganz so lange, aber auf jeden Fall muss man direkt sagen, dass es hier ein sehr, sehr befahrenes Wohngebiet ist. Hier fahren echt dauerhaft Autos vorbei. Hier ist eben gerade auch schon die Polizei vorbeigefahren. Wahrscheinlich auch wegen den Luders, weil hier halt auch viel schon nicht gesehen habe, dass hier Vandalismus, also Graffiti oder ähnliche Sachen gemacht wurden. Und ja, ich denke mal, wir gucken jetzt mal uns an, was jetzt noch übrig ist von dem Gebäude. Meine ich jetzt noch viel, aber Autos sind nämlich schon mal von außen her keine mehr da. Was man hier von außen schon echt sieht, ist, es ist komplett hier unten ja, zugeteckt. Also haben Leute dran geschmiert. Hier unten auch noch ein kleines Graffiti und ja, weiß ich nicht, ob sowas sein muss. Ich meine, im Endeffekt wird es zwar nicht genutzt, aber kostet natürlich auch die Ludolfs Geld, sowas irgendwann mal eventuell wegzumachen. Naja, alles Grund auf schon ziemlich verwahrlost. Also man sieht, dass hier echt lange nichts mehr gemacht wird und überall auch Moos. Hier hinten die kleine Scheune, Hütte, was auch immer, auch schon komplett ja, am Einfallen, geht langsam kaputt. Naja, schon schade, ist bestimmt ein schönes Haus auch von innen, aber naja, was will man machen? Ich stehe jetzt oben quasi am Eingang und von hier oben aus sieht man, glaube ich, noch den Mercedes von den Ludolfs. Wenn das der ist, ja, der vergammelt hier auch und noch 2, 3, 4, 5 Autos sind jetzt hier noch. Und ja, ein paar Scheiben, wahrscheinlich noch ein paar Ersatzteile auch drin. Ja, leider alles ziemlich vergammelt. Wirklich schade eigentlich, wirklich schade, weil das echt ein schönes Gelände, großes Gelände ist. Hier oben auch noch eine Kamera und hier hinten steht auch nochmal dran, dass das Gelände alarmgesichert ist. So, das war es jetzt auch schon von den Ludolfs. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert. Demnächst kommen ein paar Reisevlogs. Denkt mal, das wird auf jeden Fall interessant. Aus Fuerteventura und Co. Und ja, danke fürs Zusehen. Macht's gut.